Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir starten in Montana und schauen uns mal die Post an. Wir haben 6600 Münzen als Stallbursche verdient. Dann haben wir wieder Zwillingspunkte bekommen. Dann haben wir eine Freundschaftseinladung bekommen. Dann wurde die Ranch besucht. Ja, wieder mal eine Tagesbelohnung nicht abgeholt. Noch mehr Zwillingspunkte, die Pferde wurden gestreichelt. Okay. Gut. Ja, wir sehen schon zwei Neuankömmlinge und zwar Soraya Stufe 4 empfohlen. Ich habe dann schon mal gezüchtet. Ich hatte gestern keine Zeit zum Aufnehmen. Ich habe trotzdem einmal schnell gezüchtet, ein paar Pferde auf die Weide geschickt und die beiden habe ich dann schon mal geholt und auch einmal trainieren geschickt. Einmal die gute Bibi, die werden wir aber wahrscheinlich verkaufen, denn wir hatten ja schon Jill, ne? Das Stütchen. Und der kleine Mann hier wird uns erhalten bleiben, der gute Prinz. Und du dürftest dich mal zeigen. Auch nicht wirklich. Na gut, wir haben das Fohlen ja eigentlich auch schon gesehen. Und deswegen geht es jetzt für die Kleinen auf die Weide. Jill hatten wir ja auch schon gesehen. Oder hatten wir Jill erwachsen gesehen? Nee. Hatten wir nicht. Schauen wir sie uns doch mal an. Na gut, wir gehen einfach in die Umkleide. Es geht schneller. Ja, so sieht sie aus. Ich finde sie einfach nur schick. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall auch ein Stufe 4er Hengstchen noch dazu haben. Dank der Zwillingspunkte ist es ja momentan ganz nett, wenn man ein Pferd der richtigen Stufe zum Züchten hat, dass man auf jeden Fall Hengst und Stute bekommt. Nicht verkehrt. Dann geht es für sie auch auf die Weide. Und für die Kleine auch. Gut. Achso, könnte ich euch... Nee, wahrscheinlich noch nicht, weil ihr ja die ganze Zeit für die Zucht da wart. Doch, Hydra ist soweit. Ruga noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Hydra verkaufen wir auf jeden Fall. Wir haben wahrscheinlich keinen... Nee, wir haben nicht wirklich Platz in der Oase, wobei Julia ist ja sowieso unser zweites Stufe 3 Stütchen von dem Connemara, deswegen sollte die eigentlich auch trainiert werden, um dann verkauft werden zu können. Wie weit ist sie denn eigentlich? Level 8 schon, das geht ja recht flott bei ihr. Ja, theoretisch könnten wir jetzt hier eine neue Zucht anfangen. Wen haben wir denn hier stehen? Haben wir Gitano schon? Nein, ich hätte jetzt nicht, dass es Brumby auf der Liste, aber das steht in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Nee, Lusitanus haben wir schon. Oh, der gute Herr sollte dann auch mal wieder rauskommen zum Trainieren. Rosi steht ja auch noch dran. Na gut, dann holen wir hier erst nochmal. Wie hieß er? Geryon. Zum Trainieren raus. Dann haben wir nämlich mehr Platz wieder. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir die Connemaras hier in die Oase schicken, die Stufe 3er, unser Pärchen. So, Frankreich erstmal. Auf der Fantasieinsel ist die Zucht noch nicht fertig, da habe ich dann nur die Pferde nochmal auf die Weide geschickt jetzt. Deswegen werden wir da jetzt nicht nochmal hinschauen. Es dauert ja immer ziemlich lange.
bis die Zuchten für die Sternzeichen fertig sind und die exklusiven Pferde. So, ich glaube, hier ist der Connemara, nee, die Connemara Stute, das ist Tanis. Und die ganzen Sorayas, das ist doch... Und Level 10 scheint... Nee, hat noch niemand erreicht. Also ab auf die Weide. So. Wen haben wir denn... Oh, wir haben hier noch einen Soraya in der Oase zu trainieren. Frederiksburger müssten wir gezüchtet haben. Selfrosset. Wir könnten gleich mal schauen nach dem Selfrosset, denn Stufe 3 haben wir. Wir haben aber, meine ich, auch Stufe 4 freigeschaltet. Dann haben wir hier noch einen Platz, ja. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja ein Stütchen zum Züchten. Ocean war's, ne? Ja. Ja, suchen wir nach Stufe 4 erstmal. Da ist momentan das Zertifikat zu haben ist, denke ich mal, haben wir da noch ganz gute Chancen, in ein Stütchen zu finden. Vielleicht aber auch nur Stufe 3. Na gut. Jo. Ich bin auch am Überlegen. Ich wurde ja in den Kommentaren wurde bemerkt, dass es sehr schade ist, dass ich nicht grüße. Ich habe ja mal gegrüßt. Ich überlege, ob ich das vielleicht dann doch auch wieder anfange. Ja. Warum eigentlich nicht? Was sagt ihr dazu? Wollt ihr wieder gegrüßt werden? Wenn ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich lese die Kommentare auch. Ich habe jetzt von Januar bis... Oh Gott, wann habe ich wieder angefangen? Jetzt im Juni wahrscheinlich. Also von Januar bis Juni habe ich auch nicht wirklich Kommentare gelesen. Und da habe ich auch wirklich... habe ich auch nicht wirklich was aufgenommen. Habe ich, wenn überhaupt, die Star Stable Mittwochs Updates aufgenommen... Und mehr auch nicht, habe die dann hochgeladen und dann, ja, war ich auch wieder raus aus von meinem Account. Von daher, zu der Zeit habe ich keine Kommentare gelesen, davor aber schon eher. Das Problem war dann aber, dass ich nicht mehr antworten konnte und das war immer so ein bisschen schade. Und ja, wenn man nicht antworten kann... sieht das auch immer so aus, als wenn man es auch nicht mal lesen würde. Und wenn man dann in den Videos Fragen beantwortet, kommt das ja auch nicht immer jeder mit. Von daher, aber ich versuche auch bei den Kommentaren jetzt mehr hinterher zu sein. Tja, einen lustigen Kommentar hatte ich, also fand ich jetzt lustig. Ich glaube, die Person selber fand es in dem Moment noch nicht so lustig. Auf jeden Fall sollte ich doch Englisch sprechen, wenn ich doch schon mein Video mit dem englischen Titel versehe. Aber ja, das Einzige, was Englisch an meinem Titel war, war halt wirklich der Spielname, Horsehaven World Adventures. So heißt nun mal das Spiel. Ich werde es jetzt nicht auf Deutsch übersetzen, weil warum? Es heißt für uns so und wird so angezeigt und von daher...
Ja, und die Titelnamen sind ja deutsch und ich habe sogar dahinter geschrieben nochmal, dass es deutsch ist. Also von daher hätte man es merken können, bevor man auf ein Video klickt. Ich glaube, auf Englisch, das könnte ich auch gar nicht. Da, ja, beim Sprechen habe ich da einfach zu viel, muss zu viel überlegen. Nun fallen mir einige Wörter nicht ein, das wird nichts. So. Und ich würde sagen, das hier bringt auch langsam nichts mehr. Wir gucken dann vielleicht doch nochmal bei Lena auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind mit der Reihe. Und sonst nochmal Stufe 3. Oder wir gucken erstmal, was in Deutschland los ist und in Großbritannien. Ja, niemand hat ein Self-Rosé-Stütchen für uns zum Züchten. Ja, Ruben hatte sonst auch immer. Okay. Na dann. Ich habe hier hoffentlich auch nichts übersehen. Wir versuchen es nochmal mit Stufe 3. So, muss ich nur gucken, haben wir es? Ach, hier. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch mal ein bisschen weiter nach unten. Denn ich weiß mal wieder nicht, ab welchem Level man die Self-Rosés züchten kann, aber ich glaube, das war relativ früh. Das war mal nicht sehr früh, aber wir gucken. Gucken wir mal so ab Level 20 oder so. Okay, hier beginnt Level 20. Wir gucken einfach mal. Und sonst muss ich dann außerhalb der Aufnahme noch mal suchen. Das dauert meistens echt. Eigentlich wäre es schön, wenn man einfach nur auswählen kann, so das und das Pferd suche ich und dann durchsuche alle meine Freunde in der Freundesliste, ob jemand so ein Pferd da stehen hat. Das wäre doch schön. Ich meine, es ist ja schon viel einfacher geworden durch die Funktion, aber das automatisch alles wird natürlich dann eine ganze Zeit dauern, wenn er wirklich alle Leute durchsuchen möchte, alle Ranches. Aber wäre schon nicht verkehrt. Es will einfach nicht. Na gut, ich würde sagen, da muss ich später noch mal suchen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Das wird sonst wirklich viel zu langweilig. So, unsere englischen Vollblüter hier sind fertig, aber wir haben leider gerade keinen Platz. Gucken gleich mal. Ich habe auch wirklich keinen Platz. Wir haben auch noch nicht die Diamanten, um hier verbessern zu können. Und selbst wenn, dann dauert es ja noch mal eine ganze Zeit. Haben wir irgendwen hier, den ich eigentlich trainieren wollte und verkaufen wollte?
Nee. Ja, dann haben wir aber, glaube ich, auch nirgends mehr Platz. Nee, weil wir hier die ganzen Sorayas noch haben, in Frankreich auch. Ja, dann tut's mir leid, müssen wir dich leider verkaufen, kleiner Mann. Wir züchten jetzt erstmal Banos und Madia. Normale Züchtung, beide. Wir versuchen es jetzt mal mit Zwillingen. Solange geht das Zwillingsevent ja auch leider nicht mehr. Es wird wieder Stufe 2. 3 Tage, 19 Stunden. Gut. Ach nee, wir müssen unbedingt Trauben ernten. Das darf ich nicht vergessen. Okay, wir haben ein Sternzeichen und Esther wäre zum Verkauf. Ja, ist na, eigentlich schade, aber gut, bevor wir jetzt das kleine... Oh, wir haben zwei. Ja. Das ist natürlich eigentlich schön. Lohnt sich auf jeden Fall mehr. Andererseits problematisch. So, Rio und Fischer bleiben auf jeden Fall hier. Wir haben ja gerade schon eigentlich festgestellt, dass wir keinen Platz haben. Ich möchte ihn auch nicht verkaufen. Die sind alle schon auf der Weide. Das ist unpraktisch. Keine Chance. Ja, das Self-Bossy könnten wir reinstellen wieder. Ja, gut, dann muss ich hier tauschen, wenn das Sternzeichen angekommen ist. Das heißt, mit der Self-Rosé-Zucht wird es noch ein bisschen dauern. Nein, das war klar. Das ist ja schon lange nicht mehr abgestürzt. Es hätte ja auch mal gut sein können, dass einfach eine Folge läuft ohne Absturz, aber nein. Gut, ich würde sagen, Luna macht eine Reise nach Frankreich. Ja, vor allem bei denen lohnt es sich ja wirklich, wenn man gleich Diamanten bekommt, auch vor Level 10. Mit der Zwillingszucht, deswegen machen wir das jetzt nochmal. Ja. Muss ich gucken, wie weit ich die beiden Kleinen bekomme, bis dann die nächsten kommen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Stufe 3 kriegen wir jetzt nicht. Verkürzen tun wir hier jetzt an der Stelle auch erstmal nicht. So. Und dann wird die Folge sowieso schon wieder viel zu lang, weil ich viel zu lang gesucht habe. Aber wir machen jetzt noch schnell hier die Salate, das Quiz und ja. Dann sollte es das für heute gewesen sein. Vervollständiges Sprichwort. Einem zahnlosen geschenkten trojanischen Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist der geschenkte Gaul. Welche Stufe kann ein Pferd im Spiel maximal erreichen? 14, 16, 15, das ist 15. Und welche dieser drei Rassen ist die älteste? Rocky Mountain, Canadian Pacer, Araber, das ist der Araber. Gut. Ja, dann haben wir heute leider zuchttechnisch keinen Erfolg gehabt.
Wir haben unsere Soraya Stufe 4, was ja endlich geklappt hatte, angeschaut. Die zusätzliche Stute beim Soraya 4 und beim Connemara 3 werden trainiert und dann verkauft. Tja, und dann hoffe ich, dass wir bald die Diamanten zusammen haben, um in Großbritannien auch die Oase zu erweitern. So lange sollte es ja jetzt auch nicht mehr dauern. Na gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.